Das Nachholspiel TSV Steinbach-Eiger gegen TSV Hoffenheim 23 steht an. Deshalb herzlich willkommen zum RSO Reisentalk mit Hüss Tahiri. Hallo. Hüss, es ist eine englische Woche und die englische Woche gibt uns auch ziemlich viel Zunder mit Wetter. Richtig. Wie war es zuletzt zu trainieren und wie ist der Haarrasen gerade so drauf? Ja, ein bisschen nass, würde ich sagen. Und hat gestern ja schon richtig Sturm und Regen gegeben. Heute nochmal richtig Sturm und Regen. Hat uns aber davon nicht abgehalten. Klar, dass wir trainieren und kurz und knackig trainieren. Nicht zu lang, sodass wir dann für das Spiel morgen frisch sind. Und ja, so sahen die Tage aus. Jetzt hatten wir nochmal Abschlusstraining gehabt, das auch sehr positiv gelaufen ist. Die Stimmung war gut und ja, wir freuen uns dann morgen auf das erwartet schwere Spiel. Das letzte Heimspiel gegen den FSV Frankfurt ist leider verloren gegangen und danach gab es dann auch wieder deutliche Worte. Die Presse hatte ja auch mitbekommen, dass du nach dem Spiel der Mannschaft noch klare Ansagen gemacht hast. Wie ist die Analyse vom Spiel gelaufen und ja, kannst du ein bisschen was erzählen, was du so zur Mannschaft gesagt hast? Ja, inhaltlich, klar, möchte ich jetzt nicht viel erzählen, was ich da gesagt habe. Natürlich war es klar, war es ehrlich und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich dann immer auch ehrlich meine Meinung sage und auch ja, die Kinder dann das Kind beim Namen anspreche und unabhängig dann vom Namen, weil es gehört jeder dazu, jeder in der Mannschaft, habe ich immer gesagt, wir auch ich mache Fehler. Auch im Trainerteam haben wir Fehler, nicht nur die Spieler. Aber das ist halt wichtig, dass wir da ehrlich miteinander umgehen. Und ja, die Worte sind dann halt gefallen, die Sätze sind gefallen, was halt nicht passend ist. Und ja, das wiedergeben möchte ich natürlich nicht. Nur ist es ganz klar angesprochen worden, dass die Niederlage wir nicht so auf uns sitzen lassen können. Und nur das kann der Weg sein. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt da nichts ansprechen, ja, es ist in die Hose gegangen. Klar bleibe ich irgendwo auch positiv, aber auch Dinge, die dann nicht gut gelaufen sind, konstruktive Kritik, die muss raus. Die Spieler müssen das merken, dass es hier um viel geht, das wissen die auch und das habe ich klar und deutlich angesprochen nach dem Spiel in Frankfurt, weil die Enttäuschung war natürlich riesig und ich habe es ja gesagt, nee, PK, wir haben uns viel mehr ausgerechnet. Und ja, ist leider nicht gelungen und ich sage immer noch, und das ist auch Fakt und das ist auch die Wahrheit, dass noch alles drin ist. Ja, selbst mit dem Bonusspiel, was wir eigentlich morgen haben, kannst du es sehr erfolgreich beschreiben, auch wenn da jetzt keiner dran glaubt. Ja, das muss ich jetzt auch mal so am Rande sagen. Ich bin lang verwurzelt hier in Haiger. Ich lebe schon länger hier, ich fühle mich wohl mit der Familie hier. Ich werde natürlich auch von vielen Leuten angesprochen. Auch ich will gewinnen, auch die Spieler wollen gewinnen. Und, aber wenn man dann so Sachen hört, wie dann irgendwo auch über, ja, man kann ja draufhauen, man kann auch die Meinung sagen, da bin ich voll dabei. Ja, aber wie dann da irgendwo von vielen Seiten auch draufgehauen wird auf die Mannschaft, finde ich ein bisschen schade. Ich wünsche mir einfach noch mehr Unterstützung. Weil Spieler hören und lesen auch viel und ich glaube, das ist der falsche Weg und das ist auch der falsche Ansatz, weil ich glaube, ich bin der Erste, der die Mannschaft dann auch irgendwo konstruktiv kritisiert und ja, da wünsche ich mir einfach viel, viel mehr Unterstützung, ja, wenn wir das gemeinsam packen wollen. Es ist ja nicht so, dass wir 5, 6 Punkte hinter den Mannschaften stehen und auf dem Abschiedsplatz stehen, selbst morgen, ja, sollte das morgen nicht klappen, hast du Sonntag wieder eine Chance. Ja. Und danach die Woche hast du nochmal eine Chance. Und natürlich ist das jetzt einfach gesagt, wir haben Chancen, aber ich will das einfach nochmal verbinden, dass wir einfach diese Unterstützung brauchen. Und wenn wir es dann am Ende dann geschafft haben, umso schöner. Und umso schöner ist, wenn die Unterstützung da ist von das Umfeld, von den Leuten drumherum. Nochmal, es kann jeder seine Meinung sagen, es ist auch kein Problem. Nur ich glaube eher, dass der richtige Weg ist mit Unterstützung und das versuche ich in erster Linie in die Mannschaft weiterzutragen, die mental stark zu machen und das habe ich dann Sonntag direkt auch angekündigt und auch gesagt, dass wir halt uns positiv auf das Spiel morgen vorbereiten wollen und versuchen vom Kopf her nicht zu sehr uns mental das drankommen zu lassen, ja, weil es nützt nichts, jetzt die ganze Zeit negativ zu sein, weil damit wirst du die Mannschaft nicht aufbauen.
Wir beide führen ja die Interviews, wir beide machen auch zusammen die PKs. Ich erhebe deine Analysen und deine Ansagen immer glasklar. Trotzdem hört man auch viel außen herum, Kumpeltyp Hüsni. Mhm. Aber ich sehe jetzt auch die Ansprache nach dem Spiel am Samstag zum Beispiel oder auch deine Analysen gar nicht so auf der Kumpelschiene. Wie siehst du dich selber im Innenverhältnis mit der Mannschaft als Trainertyp? Ich bin halt nicht der Trainertyp. Wenn mich jemand Trainer nennt, kann er das gerne machen. Wenn mich jemand sieht, kann er das auch gerne machen. Und wenn mich jemand duzt, überhaupt kein Problem. Auch wenn jemand Hüss sagt, überhaupt kein Problem. Ja, und das ist aber nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, wenn ich auf den Platz gehe und ich einfach die Verantwortung über diese Mannschaft habe und das wissen die Spieler und auf dem Platz einfach im Training Vollgas zu geben. So, das erwarte ich auch in den Spielen. Ja, Training und Spiel ist immer zwei verschiedene Schuhe. Ja, dass das nicht immer komplett 100% gelingt, das ist auch klar. Wenn ich jetzt auf den Kumpeltyp gehe, dann könnte ich jetzt Beispiele nennen. Ja, Jürgen Klopp ist irgendwo ein Kumpeltyp, umarmt die Spieler außerhalb des Platzes. Auf dem Platz weiß jeder, okay, wer der Trainer ist und wer der Chef ist. Und so ist das hier auch. Und ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat, ob ich jetzt Kumpel bin. Ich könnte das sofort umstellen und sagen, alles klar, ich möchte, dass die Spieler mich jetzt siezen. Ich glaube nicht, dass das noch uns weiterbringt, dann sportlich oder auch von der Art und Weise, weil die Spieler geben schon Gas. Ja. Aber wir brauchen ein paar Prozent mehr Unterstützung von den Spielern in erster Linie sowieso selber. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Problem ist, Kumpeltyp, weil wer am Samstag oder davor die Wochen da war, oder mal im Training da war. Ich glaube, da waren ein paar Einheiten, wo, wenn man da ist, und das ist das, was ich in den letzten Wochen betont habe, auch bei der PK, dass mir dann irgendwo auch keiner was erzählen muss, was inhaltlich abgeht. Wenn man nicht dabei ist und dann irgendwelche Äußerungen tätigt, dann ist das ja einfach so dahingeschmissen. Begleitest du jeden Tag das Training, wird man ganz schnell erkennen, dass ich nicht der Kumpeltyp bin auf dem Platz. Außerhalb des Platzes ist es was ganz anderes, da will ich auch menschlich sein, ja, und mit den Jungs auch irgendwo, ja, die Schulter anlehnen und wenn irgendwas ist, mit mir sprechen können. Das wissen die ja auch, aber auf dem Platz erwarte ich halt 100%ige Einstellung und Feuer. Und so lebe ich das auch vor und Samstag nach dem Spiel lebe ich das vor und da war halt nichts mit Kumpeltyp und so ist es dann auch teilweise im Training. Wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann gibt's halt keinen Kumpeltyp. Von daher, nochmal, es ist okay, die Leute können immer ihre Meinung sagen, nur ob es dann stimmt oder nicht stimmt, das sind zwei verschiedene Sachen und ich kenne die Wahrheit. Jetzt steht uns ein Gegner bevor, der an der Tabellenspitze steht. 2 Punkte fehlen den Hoffenheimern auf die Stuttgarter Kickers und viele Siege, viel sportlich, ja, Aufmerksamkeit verursacht in den letzten Wochen und Monaten. Wie siehst du den Gegner, auf den wir morgen treffen? Ja, also für mich unabhängig jetzt, klar, die sind Zweiter. Die können morgen mit einem Sieg auf den ersten Platz springen. Und die werden natürlich hier mit voller Kapelle antreten, weil für die ist das vielleicht mit einer der wichtigsten Spiele. Ja, die Stuttgarter Kickers war die ganze Zeit an erster Stelle und jetzt haben die Chance auf 1 zu rücken. Ja, dementsprechend werde ich sie erwarten, dass sie spielstark, für mich sowieso die spielstärkste Mannschaft, nicht nur diese Saison, das haben wir auch im Hinspiel erlebt, auch die letzten Jahre erlebt, dass das immer die spielstärkste Mannschaft war von den U23-Mannschaften. Das erwartet mich und da kannst du jetzt keinen Spieler herausheben und sagen, ja, der ist stark, ja, wenn du so Jungs in den Reihen hast wie Bischof, der mit 17 schon bei den Profis dabei ist oder mit 17 schon Bundesligaspiele gemacht hat, der die letzten Spiele oder viele Spiele bei der zweiten spielt, die sind einfach sehr, sehr gut besetzt. Ja, ist ein toller Kader mit tollen Spielern, die einfach alles mitbringen. Ja, und für uns gilt es einfach, Zweikampfhärte an den Tag zu legen. Und wenn du denen Luft lässt, dann können sie dir die Luft einfach komplett abnehmen, wegnehmen und dann hast du keine Chance. Und das werden wir versuchen hinzukriegen am Mittwoch, dass wir die gar nicht so ein bisschen, ja, in den 1-gegen-1-Duellen halt wenig Luft lassen, dass sie gar nicht in ihre 1-gegen-1-Duelle kommen. Kommen sie in ihre 1-gegen-1-Duelle, wird es immer schwer, weil du wirst nicht jeden Zweikampf gewinnen, das steht auch fest, weil sie da individuell einfach gut besetzt sind. Und
Respekt ja, Angst nicht. Wir haben Riesenrespekt, aber wir haben jetzt keine Angst, weil auch da geht es von 0 zu 0 los und hoffen einfach, ja, dass wir die halt ärgern können. Ja, und vielleicht erwischen wir einen guten Tag und der Gegner nicht so einen guten Tag. Das könnte dann unsere Chance sein. Wie sieht denn die Personalsituation aus? Gab es Änderungen seit dem Spiel gegen Frankfurt? Nein, also seitdem keine Änderung. Das wird alles so bleiben. Und eigentlich alle dabei, bis auf die Langzeitverletzten. Ja. Für Sie, dann drücken wir euch ganz fest die Daumen. Ja. Hoffen auf eine gute Zuschauerzahl hier oben, auf Leute, die die Mannschaft unterstützen wollen und mit uns zusammen in diese schwere Partie reingehen. Viel Erfolg, Christian. Danke.